Hallo meine Lieben, ich wollte euch heute mal mitnehmen und euch zeigen, wie ich meine Haare refrische, also wieder auffrische, die Wellen. Danach wird total gerne gefragt, also nicht nur bei mir, sondern allgemein wird sich ja viel darüber ausgetauscht, wie es am besten funktioniert, seine Haare möglichst naja, mit minimalem Aufwand aufzufrischen, sodass es morgens unter anderem halt nicht so lange dauert. Es sind ja auch viele berufstätig und stehen relativ früh auf oder haben Kinder und haben nicht so viel Zeit und deswegen muss es halt häufig schnell gehen. Ich muss sagen, ich refresche meine Haare nicht allzu oft. Einfach weil, keine Ahnung, wenn ich irgendwie an Tag 2, 3 das Gefühl habe, dass sie nicht mehr ganz so sitzen, dann mache ich mir einen Haarreif rein oder mache mir irgendwie hier so einen kleinen Bommel oben oder trage sie einfach im Dutt. Ich bin ja auch viel am Arbeiten, ich bin Krankenschwester und ja, da kann ich die Haare sowieso nicht offen tragen. Aber manchmal möchte man ja dann doch, dass sie an Tag 2 und 3 nochmal gut aussehen. Einfach fürs Gefühl oder weil man was vorhat und was für mich am allerbesten funktioniert, ist einfach Leinsamgel. Leinsamgel auf trockenem Haar. Wenn ich es ins nasse Haar gebe, dann brauchen die Haare ewig, um trocken zu werden. Streiche ich aber etwas davon aufs trockene Haar, dann geht das eigentlich relativ zügig. Dann kann ich sie entweder, weiß ich nicht, eine Stunde, anderthalb an der Luft trocknen lassen oder wenn es schnell gehen muss, einfach 20 Minuten föhnen und dann hat sich das meist auch schon wieder erledigt. Ja. Ich habe meine Haare zwar gestern gewaschen, aber ich war ziemlich viel körperlich aktiv. Unter anderem habe ich viel Sport gemacht. Habe geschwitzt und habe aber noch keine Lust, meine Haare heute wieder zu waschen, weil ich das halt so lange wie möglich hinauszögere. Erstmal, weil es so lange dauert und weil es halt auch nicht so gut für die Haare und die Kopfhaut ist, jeden Tag zu waschen. Und da habe ich mich entschieden, heute ein Trockenshampoo zu nehmen. Ich habe jetzt hier einfach eins von Giada für braune Haare, aber da gibt es auch günstigere. Dann habe ich hier einmal Leinsamgel, das habe ich umgefüllt in eine Flasche. Da ist jetzt nur mit Seidenprotein mit drin und Xanthan Gum. Es gibt meinen Wellen einfach so ein bisschen mehr Halt. Das habe ich übrigens gekocht mit stillem Mineralwasser und nicht mit Leitungswasser. Einfach wegen dem Kalkgehalt des Wassers. Das kann die Haare trocken oder schmierig machen, wenn zu viel Kalk im Wasser ist. Deswegen entscheide ich mich immer für stilles Mineralwasser. Ihr könnt auch destilliertes Wasser nehmen. Dann habe ich hier noch eine Sprühflasche, auch mit stillem Mineralwasser. Ich weiß nicht, ob ich sie gebrauchen werde, aber vielleicht, wenn ich doch mal die Haare noch ein bisschen anfeuchten möchte. Und ja, ich zeige euch dann gleich, wie ich das alles mache. Sagt zwischendrin vielleicht noch kurz was dazu und hoffe auf jeden Fall, dass euch das weiterhilft, dass ihr es einfach mal ausprobiert und zeige ich euch dann später auf jeden Fall nochmal das Endergebnis und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. So, ich zeige euch jetzt noch kurz, womit wir hier arbeiten. Meine Wellen sind ja durch das ganze Schwitzen und die ganze Bewegung sehr ausgehangen. Und dann nehmen wir jetzt zuerst mal Trockenshampoo. Das könnt ihr euch entweder auf die Hände geben und ein bisschen verreiben oder ihr geht es halt direkt auf die Haare und rubbelt es ein. Es gibt auch genug Trockenshampoos, die halt so zum Sprayen sind, aber die habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Zumindest nicht in der safen Variante, sondern alles noch vor der Curly Hair Methode. Und ja, ich habe auf jeden Fall dieses hier für ein Giada, fürs braune Haar und das rubbel ich ordentlich auf die Kopfhaut ein. Da sind jetzt noch ein paar Rückstände, das ist aber nicht schlimm. Das wird nachher dann nochmal ausgeknetet, sobald ich den Cast ausknete. Ja, und jetzt seht ihr, dass ich ein bisschen Leinsamgel auf meine Hände gegeben habe, also meine Händen verrieben habe und das streiche ich jetzt so auf die Haare auf und gucke, dass ich dabei so ein bisschen mit dem Finger durch die Haare gehe und den knote. Ich habe halt nur Wellen und keine Locken und das ist überhaupt kein Thema, wenn man da mal so ein bisschen vorsichtig die Haare entwirrt. Solange man da nicht rumreißt, aber das werden ja hoffentlich die wenigsten von euch tun. Und da gebe ich eigentlich so jetzt so nach Gefühl einfach so aufs Haar, dass alles so ein bisschen eingeglitscht ist, nicht zu nass ist. Und man sieht eigentlich schon, während man das so aufstreicht, dass sich die Haare schon bündeln und ja, die bündeln sich wieder finden. Und jetzt gerade habe ich noch ein bisschen von dem Wasser hinterher gesprüht aufs Haar, aber nur eine ganz, ganz kleine Menge. Das Leinsamgel reicht fast schon aus. Und dann immer schön kneten, die Haare wieder nach oben kneten. Und dasselbe macht ihr dann auch gleich mit der anderen Seite. Bis ihr das Gefühl habt, das passt so, alles ist gut erwischt und dass die Bündel jetzt so im feuchten Zustand gut aussehen. Da kann ich euch auch gar keine genaue Menge nennen. Es kommt halt immer aufs Haar an, welche Haarlänge, welche Haardicke, welche Porosität, was saugen eure Haare so weg. Und gerade hier an der Strähne seht ihr jetzt auch, dass sich da richtig schön die Haare eindrehen und bündeln. Finde ich richtig klasse. Noch mal ein bisschen Wasser nachgeben, noch ein bisschen Leinsamgel und dann war es das gleich schon. Also ihr seht, das hat jetzt gar nicht lange gedauert mit dem Einarbeiten des Leinsamgels.
Was ich dann gleich als nächstes machen werde, ist meine, ihr könntet sie auch an der Luft trocknen lassen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Allerdings, wenn es schnell gehen soll, dann tut es halt auch der Diffusor. Und bei mir gibt es halt einfach nochmal so ein bisschen mehr Definition, wenn ich sie mit dem Diffusor so hochknete. Oder ihr könnt sie auch kurz ein, zwei Minuten anfüllen und lasst dann den Rest irgendwie an der Luft trocknen. Das funktioniert auch super. Da müsst ihr halt für euch rausfinden, was für euch am besten passt, von der Zeit her und auch einfach vom Komfort her. Jetzt seht ihr hier schon das Endergebnis. Ich habe jetzt noch den Gelcast drin. Und den werde ich jetzt mit euch gemeinsam auskneten und ausstreichen. Da müsst ihr auch gucken, welche Variante für euch funktioniert. Und ich gehe hier gerade mit den gespreizten Fingern in die Haare, um zu kontrollieren, dass sie auch wirklich trocken sind. Das ist schon wichtig, dass die Haare komplett trocken sind, bevor ihr den Cast ausknetet, damit sich nichts aushängt und auch nichts schmierig wird. Und ich streiche jetzt hier in dem Fall den Cast per Praying Hands aus, also mit den betenden Händen. Nehme die Haare dabei zwischen meine Hände und streiche sie runter. Da braucht ihr auch keine Sorgen haben, dass euch das irgendwie die Wellen rauszieht. Also in meinem Fall passiert das auf jeden Fall nicht und ich habe schon von anderen gehört, die damit auch gute Erfahrungen machen. Weil das ist halt auch so frissminimierend. Also wenn ich jetzt nur kneten würde, dann habe ich das Gefühl, dass ich mehr Friss bekomme und auch die Bündel zerstöre. Aber das mit dem Kneten mache ich hier auch gleich nochmal ganz kurz, um den restlichen Cast zu entfernen, den ich jetzt so beim Streichen nicht erwische. Und dann werde ich gleich noch den Ansatz ein bisschen auflockern, damit ich ein bisschen Volumen da oben reinkriege und auch den Cast, der ein bisschen am Ansatz ist, dann entferne. Und dann war es das auch schon. Also ihr seht, das hat echt nicht lange gedauert. Ich glaube, das Aufstreichen insgesamt, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Minuten. Dann habe ich, glaube ich, gerade 20 Minuten diffust. Wenn ihr kürzere Haare habt, weniger Haare oder auch eine höhere Porosität als meine, dann geht das sogar noch schneller. Aber ich habe halt lange und viele Haare und dafür sind 20 Minuten morgens echt in Ordnung. Also ich sag mal eine halbe Stunde insgesamt. Und da, finde ich, kann man echt nicht meckern. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch weitergeholfen. Ihr probiert es einfach mal aus, falls ihr das noch nicht getestet habt. Lasst mir gerne Feedback da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.